Barcelona angekommen und auch einen Parkplatz gefunden, bei dem ich hoffe, dass nicht eingebrochen wird, weil ich habe mich schon ein bisschen eingelesen. Also es kommt anscheinend ziemlich häufig vor, dass in Camper und auch besonders mit ausländischem Nummernschild, dass da gerne mal die Scheibe eingeschlagen wird und Wertsachen mitgenommen. Ich penne heute Nacht auch bei dem Kollegen, deswegen ich nehme alle Wertsachen mit, Laptop und so weiter, alles dabei. Vorne das Cockpit habe ich komplett leer geräumt. Stoplock vorne rein, Lenkradsperre, Vorhänge alle zu. Und dann habe ich hier noch einfach alles vollgestellt, was ich so habe. Tisch aufgebaut, damit die es zumindest nicht so einfach haben, hier durchzuwühlen. Dann kommt hier an die, hier von innen dran, kommt auch noch ein Vorhang, dass da keiner reingucken kann. Dann hoffe ich mal, dass alles gut läuft und ich morgen hier nicht ankomme und eine eingebrochene Scheibe vorfinde. Jetzt wird noch das Fahrrad aufgebaut, Fahrradkorb eingepackt und dann geht's los zu dem Kollegen. Ja, Stinker. Zurück. Mischke geht's auch gut. Den haben wir in der Wohnung gelassen, der kommt nicht mit auf den Roller. Jetzt schmeißen wir hier noch was auf den Grill und dann mal gucken, was der Abend noch so bringt. Gestern auf den Dächern von Barcelona. Der Kollege hat eine Dachterrasse, da haben wir noch drauf gegrillt und ein paar Drinks getrunken. Und dann sind wir irgendwann um zwei oder sowas ins Bett. Der hat heute Homeoffice, also beziehungsweise der muss halt arbeiten, deswegen sind wir jetzt schon wach. Um acht oder halb neun sind wir aufgestanden. Ich bin jetzt eben mit dem Hund hier raus in den nächstgelegenen Hundepark. Mischke hat es eigentlich gut mitgemacht. Also mit woanders da schlafen. Gestern bei der Rollertour habe ich den auch beim Tim gelassen. Das hat ihm anfangs nicht so gut gefallen, hat er erstmal ein bisschen rumgebellt. Aber hat sich dann auch beruhigt. Hat auch gemerkt, dass wir wiederkommen. Aber auf dem Roller ist halt schwierig, den mitzunehmen. Besonders bei den Geschwindigkeiten irgendwie auf dem Arm ist, glaube ich, nicht so safe. Habe ich lieber zu Hause gelassen. Jetzt hole ich noch was zu frühstücken beim Bäcker. Ein paar Früchte für den Smoothie oder sowas. Dann wird noch ein bisschen Yoga gemacht auf der Dachterrasse von Tim. Und dann geht's ab in die Stadt, bis hier in Barcelona erkunden, mit dem Fahrrad und Mischka.
Tag jetzt unterwegs gewesen hier in Barcelona. Ist jetzt irgendwie 17 Uhr oder sowas. Haben viel gesehen auf jeden Fall. Jetzt geht's wieder zurück zum Tim und jetzt wird mal ein bisschen Video geschnitten bei dem im klimatisierten, in der klimatisierten Wohnung. Ist schon Luxus mit Dusche und so weiter. Muss man mal noch ausnutzen. Gestern entschieden, doch noch eine Nacht länger zu bleiben. Waren wir gestern Abend noch Tapas essen. Das war echt nice. In Barcelona war auch richtig was los. Ein paar Bierchen getrunken. Und ja, der Tim ist schon wieder am Arbeiten. Ich habe jetzt mal Frühstück geholt und eine Runde mit dem Hund laufen. Aber heute geht es dann voraussichtlich weiter. Gestern noch mit einem Kollegen telefoniert, der auf Mallorca unterwegs ist, und der hatte spontan überlegt, nach Barcelona zu fliegen. Und dann wäre ich jetzt das Wochenende auch noch da geblieben, hätten wir hier noch gefeiert, ein bisschen Party gemacht. Aber der ist ein bisschen angeschlagen, der kommt jetzt nicht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich heute auch weiterfahren. Und dann geht's weiter Richtung Valencia, also Mittelmeerküste runter. Und morgen Abend bin ich dort dann verabredet bei einem Kollegen oder bei Freunden, die dort auch im Urlaub sind. Mal sehen, was das gibt. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück zum Auto. Werde ich mal umziehen, ein bisschen Zeug rumräumen. Und dann hocken wir uns noch irgendwo in einen Café. Schneide ich mein Video noch fertig, sonst wird das alles so viel Videomaterial. Dann wird das so ein großer Berg, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ziehe ich das hier durch. Und dann fahre ich heute Abend wahrscheinlich weiter. Mittelmeerküste runter. Und mal schauen, wo ich rauskomme. Und dann geht's morgen zum Chris, der andere Freund von mir, der ist da gerade im Urlaub. Irgendwo über Valencia. Und ja, Freitagabend dann dort verbringen. Alles noch an Ort und Stelle, keine Scheibe eingeschlagen. Mischka freut sich auch wieder. Gell, Mischka, wieder zu Hause endlich. Ja. Bus hat auch 2 Tage Barcelona überlebt, keine Scheibe eingeschlagen oder sonst was. Das Gute ist, hier ist Ausgangssperre ab 1 Uhr. Das heißt, nachts sind auch nicht so viele Gestalten unterwegs, die dann eventuell hier einbrechen könnten. Ich stehe hier auch in einem ziemlich guten Viertel, ein bisschen außerhalb von Barcelona, aber dicke Häuser überall und schicke Karren, deswegen bin ich mal davon ausgegangen, dass nichts passiert. Nur meine Batterie ist leider fast leer, weil ich den Kühlschrank 1,5 Tage, 2 Tage durchlaufen lassen habe. Und ich stehe hier unter Bäumen, das heißt, da kommt auch keine Sonne rein über Solarpaneele. Ich habe die jetzt mal ausgeschaltet, muss dann später dann ein bisschen durch die Gegend fahren, damit sie wieder auflädt. Aber jetzt gehen wir erstmal noch in ein Café irgendwo und schauen, ob wir uns da irgendwo hinschillen können. Ein bisschen Video schneiden, ein bisschen Kaffee trinken, noch ein bisschen Barcelona mitnehmen. Hat mir sehr gut gefallen hier, die Stadt, also richtig lebendig. Egal in welche Gasse man fährt, man sieht irgendwie was Neues. Die Leute sind auch richtig offen, auch mit ein paar Leuten gestern geredet, ein bisschen connected. War ganz lustig. Könnte ich auch noch ein paar Tage länger bleiben. Gefällt mir gut. Jetzt haben auch die 2 Mädels, die ich in Frankreich kennengelernt habe, die Abi gemacht haben und jetzt mit dem Bus unterwegs sind, haben jetzt auch geschrieben, dass sie nach Spanien kommen und jetzt am Wochenende wahrscheinlich auch in Barcelona wären. Da könnte man mit denen auch noch feiern gehen. Das wäre natürlich auch witzig, die nochmal zu sehen. Aber ich habe dem Chris unten schon Bescheid gesagt. Und mit dem Hund in der Großstadt ist auch immer ein bisschen schwierig, auch mit dem Feiern gehen. Dann fände er wahrscheinlich auch nicht so toll. Deswegen geht's heute Abend dann weiter. Hab jetzt heute das erste Video fertig geschnitten, zumindest bis Barcelona. Für Barcelona kommt dann nochmal ein eigener Vlog.
und habe jetzt hier einen ganz chilligen Platz gefunden im Park. Mischke hat es auch gemütlich gemacht. Und ich habe hier sogar direkt einen Parkplatz gefunden für meinen Bus. Dann habe ich die Karre direkt im Blick und kann mir hier später gemütlich was zu essen machen. Und genieße sonst hier jetzt noch den restlichen Tag in Barcelona. Und fahre heute Abend dann los Richtung zu meinem Kollegen. Das wären von hier so 3 Stunden am Stück, aber ich habe keinen Bock, die 3 Stunden da durchzuballern. Das heißt, ich fahre heute Abend einfach so 1,5 Stunden, suche mir irgendwo einen Platz am Strand oder sowas, wo auch immer ich was finde. Und fahre dann morgen Mittag zum Chris, zu dem Kollegen. Geh, Mischka. Jetzt entspannen wir uns hier noch ein bisschen. Nachdem es die letzten 2 Tage eher ungesund zur Sache ging, gibt es heute mal wieder was Leckeres, selbstgekochtes. Kein Bier und Tapas. Heute gibt's Reis, Linsen, Curry mit Süßkartoffel, Paprika und Zwiebeln. Der Spot hier ist auch nicht schlecht. Mischke liegt da vorne. Schmeckt besser, als es aussieht. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg Richtung Cabris, irgendwo zwischen Valencia und Barcelona. Gerade eben noch im Park mit Tim, mit dem Kollegen, noch eben getroffen, ein bisschen gechillt, ein bisschen verzählt. Und jetzt hier an der Tanke angehalten und hier kostet der Diesel 1,09 €. Das ist doch mal schön zu sehen, nicht 1,40 € wie in Deutschland. Einmal direkt voll tanken hier.